depressive Brot. Ne? Ich habe neulich jetzt gelernt, dass die Heute-Show, die nennen ja Björn Höcke immer Bernd Höcke. Ja. Dass sie das mit Absicht gemacht haben, weil sie einen echten Loser-Namen gesucht haben. Fand ich jetzt nicht so geil. Jedenfalls, also dieser Text ist jetzt anders als das vorhin. Da geht so um älter werden und Missverständnisse und all sowas. Ich lege einfach los. Du hast gemerkt, dass du älter geworden bist, als in deinem Job Praktikanten auftauchten, die in Jahren geboren wurden, an die du dich verdammt gut erinnern konntest. Die waren zum Beispiel 25 Jahre nach dem Mauerfall 20 Jahre alt. Bei einem großen Typen mit der komischen Mütze dachtest du die ganze Zeit, ich könnte dein Vater sein. Bei einer Frau mit dem wunderschönen Lächeln dachtest du, jetzt bloß nicht glotzen, alter Sack, könnte sein, dass die mit deinem Sohn in eine Klasse gegangen ist. Und dann fingen sie an, dich zu siezen. Als du selbst geboren wurdest, war der Zweite Weltkrieg gerade 20 Jahre her. Deine Eltern haben davon erzählt, wie sie den Krieg als Kinder erlebt haben. Deine Großeltern haben meistens nichts erzählt. Aber du warst wie alle Kinder, was war, bevor es dich selbst gab, das war irgendwie ohne Chronologie, vom Neandertal über Bismarck, über das Römische Reich bis Hitler und wieder zurück, alles durcheinander, keine Dimension, Geschichtsmatsch. Je älter du wurdest, desto mehr wurden Ewigkeiten zu neulich. 20 Jahre, großer Sprung für 20-Jährige. Furz für die Menschheit, neulich für dich. Und jetzt stehst du vor Leuten, die 5 Jahre nach dem Mauerfall geboren wurden. Du weißt noch ganz genau, was du am Abend des 9. November 89 gemacht hast, und die waren dann noch gar nicht da. West-Berlin in den 80ern, die Hausbesetzung am Kreuzberg, die Schlacht nach der Demo gegen Reagan am Neudorfplatz, die Solidarität mit Nicaragua, alles, was dich geprägt hat, für die ist das Hitler-Römisches Reich bis mal der anderthalb Geschichtsmarsch. Ein bisschen erstaunt stellst du fest, dass diese Menschen aufrecht gehen, sprechen und Bier trinken können. Du warst auch mal so alt, deshalb denkst du, du kennst das und gibst den Versteher. Du testest, ob du irgendwie cool genug bist, dass dein Rat ihnen wichtig ist, aber als weiser Alter kommst du dir blöde vor und deshalb versuchst du gleichzeitig den Bauch einzuziehen und einer von ihnen zu sein. Du versuchst zum Beispiel, wie sie alle paar Sätze, das Wort genau einzustreuen. Du hast lange versucht herauszufinden, warum und wann die das sagen, dieses genau. Sie benutzen das wie einen sprachlichen Raumteiler. Und es kann eigentlich nur so sein, dass sie, wenn sie nicht mehr wissen, was sie eigentlich sagen wollten, und es ihnen dann plötzlich wieder einfällt, genau sagen. Also im Sinne von, ach ja, genau. Andererseits machen sie das so häufig, dass diese Erklärung auf einen wirklich bedenklichen Grad der Zerstreutheit in jungen Jahren hinrücken würde. Vielleicht denkst du, ist also doch was dran an der Theorie von der nicht mehr vorhandenen Konzentrationsspanne und dass das Internet schuld ist. Oder es ist ganz anders und es ist genau sein Geheimcode, den du nicht verstehen kannst und sollst. Jedenfalls, du übst. Bekommt einer ein Stipendium, sagst du, läuft bei dir. Erzählt dir eine voll panisch davon, dass sie mit 25 immer noch keinen festen Job hat und voll Angst hat, ob sie das überhaupt mal schafft und dass sie eigentlich voll total gern endlich eine eigene Wohnung hätte, sich aber bei den Mieten kaum ein WG-Zimmer leisten kann, sagst du, wird schon, chill doch mal. Aber heimlich denkst du, ja, das stimmt wirklich, ihr seid tatsächlich die erste Generation, die es schwerer hat als eure Eltern. Edge. Abi nach 12 Jahren, der gleichen Stoff. Studium in Rekordzeit mit Bachelor und Master, statt wie du selbst damals, 16 Semester bis zum Diplom mit Urlaubssemester, Auslandsreisen, zweimal im Studienfach wechseln. Die haben keine Zeit für nichts, nicht mal zu protestieren. Die sind spätestens ab der 8. Klasse darauf gepolt worden, ihre ökonomische Verwertbarkeit im Blick zu behalten. Und wenn sie damit idiotisch früh in 23 mit dem Studium fertig sind, verbringen sie Jahre mit unbezahlten Praktika und ins Gute auf Schwangerschaftsvertretung. Edge. Aber sonst, die haben keine Knieprobleme und noch keinen Raucherhusten. Die haben noch mehr vor als hinter sich und vor allem, die sind so unglaublich cool. Mit 16, als deine Eltern sich trennten, wusstest du, dass die Ehe Quatsch ist. Kein Mensch bleibt bis zum Lebensende zusammen, es sei denn, einer von beiden stirbt, bevor er zum Arsch ist. Mit 30 hattest du das alles wieder vergessen. Du hast geheiratet, 2 Kinder gezeugt, ein Haus gekauft, das bis heute abbezahlt, 2 Kinder sind aus dem Haus, die Frau aber auch. Dein Job ist okay, du sagst dir immer wieder ganz fest, dass es genau das ist, was du wolltest, dass du zufrieden bist, zufrieden. Du sagst dir, dass du ein schönes Leben hattest, wie gesehen hast, ein guter Mensch warst, die Welt ein Stück besser gemacht hast, du bringst ein Ruhe-in-Frieden-Schild über deinem Bett an. Nee, das warst du natürlich nicht. Im Gegenteil, du quälst dich, fang doch was an, jetzt kannst du doch. Du merkst, du hast noch weniger einen Plan, wie es weitergehen soll als die 23-Jährigen. Nur, dass die auch noch kein Geld haben, Edge. Du fühlst dich trotzdem jung, wenn du so denkst, aber das hättest du wohl gern. Guck sie doch an und guck dich an, du machst dich lächerlich. Du kennst keinen von den Clubs, in die die gehen. Du weißt nur, dass sie dich vermutlich nicht reinlassen würden. Da würde ein arroganter Türsteher mit verpeiltem Haarschnitt und wurstigen Oberarmen stehen. Der könnte auch dein Sohn sein, aber du wärst nicht stolz drauf. Du hast keine Ahnung, was für Musik die hören. Für deine Musik gibt es keine Clubs mehr. Die hießen eh nicht Clubs, die hießen Diskotheken, gibt es nicht mehr. Du gehst morgens ins Büro und abends Bier trinken. Die 23-Jährigen machen ihre Praktika und gehen abends tanzen und vögeln. Jeden Abend, bestimmt. Also, schlafen die eigentlich miteinander? Man liest ja so einiges.
die alle mit Internetporno aufgeklärt worden sind, völlig verkorkste Vorstellungen von Sex haben und total unglücklich sind. Das ist keine Ahnung, ob das stimmt. Die erzählen ja nichts. Vielleicht guckst auch nur du selber Pornos. Du bist Babyboomer. Geburtenstarke Jahrgänge vor dem Pillenknick. Deine Generation ist heute an der Macht, in der Regierung, in den Unternehmen. Und manchmal denkst du, wenn die alle so drauf sind wie du, dann ist kein Wunder, dass so viel Mist dabei rauskommt. Genau.